Du hast die Beziehung zu deinem Narzissten endlich beendet. Chapeau. Hut ab. Du hast ihm mitgeteilt, ich dulde deine ständigen Erniedrigungen, deine Fremdgeherei und deine herablassende Art mir gegenüber nicht mehr. Du hast ihm gesagt, das war's und ich will dich nie mehr wiedersehen. Doch da diese Beziehung weder zu Beginn noch am Ende mit einer normalen Beziehung zu vergleichen ist, möchte ich dich auf dessen mögliche Reaktion, auf deine starke Ansage hinweisen. Ein Narzisst ist bekannterweise in seinen Handlungen, Aktionen und Verhaltensweisen extrem sprunghaft und, wenn man Narzissmus nicht gut kennt, nur schwer berechenbar. Da sie für dich und andere keine Empathie verspüren, können sie auch reden wie aus der Pistole geschossen. Mir sagte einst eine Narzisstin, ich schieße sofort. Mit Worten natürlich. Das können sie, weil sie nicht überlegen müssen, ob ihre Worte andere verletzen könnten. So wie wir das tun als empathische Menschen. Sie reden quasi, wie ihnen der Mund gewachsen ist. Es kann also ein unglaublicher Beleidigungsschwall nach der Bekanntgabe des Aus über dich hereinbrechen. Du hast Schluss gemacht und dadurch in diesem persönlichkeitsgestörten Menschen eine schwere narzisstische Kränkung hervorgerufen. Mehr noch, dieser Mensch lebt von und durch die Kontrolle seiner Mitmenschen und nun fürchtet er, seine Kontrolle über dich zu verlieren. Außerdem, was erlaubst du dir, ihm nicht mehr als Zufuhrquelle zur Regulierung seines kaputten Selbstwertes zu dienen? Was glaubst du, wer du bist? Majestätsbeleidigung. Nun muss er am Anfang nicht gleich bösartig werden. Vermutlich versucht er sogar, dich mit schmeichelnden Worten und Versprechungen auf Besserung bei der Stange zu halten. Möglich wäre auch, einen auf Mitleid zu machen. Dann kommen böse Worte und dann möglicherweise auch Gewalt. Es geht einem Narzissten dabei nicht um die Liebe, die er wieder zu dir aufbauen möchte. Es geht nicht um eine ernst gemeinte Entschuldigung. Es geht noch nicht mal um dich. Alle, die daran einst glaubten und dann eines Besseren belehrt wurden, wissen, wovon ich spreche. Nein, der Narzisst will Kontrolle und Macht über dich zurückhaben. Punkt. Er will Bedürfnisbefriedigung, die ihm auch durch die Kontrolle über dich gegeben ist und die er nun befürchtet zu verlieren. Eigentlich kennst du dieses Verhalten schon aus deiner Beziehung mit diesem Menschen. Es ist extrem. So wie die ganze Partnerschaft. Er kann nicht verlieren, denn er ist, wie er glaubt, großartig und wundervoll. Und diesen Glauben will er sich nicht von dir zerstören lassen. Um dir diese Persönlichkeitsstörung noch klarer zu machen. Achtung, viele dieser Menschen erschleichen sich nur deshalb erneut deine Zuneigung, um dich dann aus Rache, 3 Wochen später fallen zu lassen. Dann machen sie nämlich mit dir Schluss. Und du glaubtest an eine große Wiedervereinigung. Er will und wird sich bessern. Er hat es doch versprochen. Vergiss es. Ich hoffe, das reicht dir jetzt wirklich endlich, um zu erkennen, wie krank deine Beziehung zu diesem Schauspieler ist oder war. Eine andere Reaktion wäre, dir mit Worten Angst zu machen. Du schaffst es ohnehin nicht ohne mich. Du bist nichts und du kannst nichts. Damit
will er es dir einfach ausreden zu gehen. Angst als Mittel der Manipulation nennt man das. Wie immer in deiner Beziehung mag er auch versuchen, dich als Alleinschuldige für das Aus verantwortlich zu machen. Das ist alles deine Schuld, mag er sagen. Er wird dich mit Schuldgefühlen nur überschütten. Lass dir gesagt sein, wenn deine Trennung für dich feststeht, dann muss dir das Lügen und sein Täuschen jetzt am Arsch vorbeigehen. Dein Entschluss steht fest, raus aus dieser giftigen Beziehung, die Körper und Seele zerfrisst. Denn wenn du nicht standhältst und gehst, wird das ewig so weitergehen. Du kannst dabei nur verlieren. Dein Glauben an die Liebe, Empathie und vor allen Dingen wirst du Lebenszeit verlieren. Denn nicht wenige meiner Kundinnen und Kunden machen diesen Zirkus 8-mal durch, bis sie endlich begreifen, welches Spiel der Narzisst spielt. Ihm selbst ist das egal. Er lebt sein Leben sofort mit dem nächsten Supply weiter. Ja? Vergiss nicht, er empfindet keine Empathie dir gegenüber und kann Partner wechseln wie andere ihre Unterwäsche. Er benutzt dich als Zufuhrquelle. Dieses Video beschreibt nur die unmittelbar möglichen Reaktionen deines Narzissten nach deiner Trennungsansage. Was danach kommen kann, wenn du raus bist, das kann noch heftiger werden. Vom Hoovering bis zum Stalking, von Belästigungen bis hin zu Schmierenkampagnen. Schau dir gerne dazu meine anderen Videos an. Es ist krank, was diese Menschen bereit sind zu tun, nur für ihre Selbstwertregulierung. Wenn du das alles verstanden und verinnerlicht hast, dann solltest du keinen Zweifel mehr an deinem Entschluss zu gehen haben. Das Erkennen des Narzissmus ist der erste Schritt dazu. Zur Not schau dir dieses Video so lange an, bis du es begreifst. Viel Kraft!